Hallo und herzlich willkommen zur Online-Demo der Firma Unirez. Mein Name ist Julian Wind und ich möchte Ihnen in diesem Video zeigen, wie Sie die Benutzeroberfläche von SAP Business One nach Ihren Wünschen einrichten können. Mithilfe der UI-Konfiguration können Sie die Masken von SAP Business One nach den Anforderungen Ihrer Firma und derer Benutzer einrichten. Sie können unter anderem in verschiedenen Masken die Felder und Tabs verbergen, deaktivieren und verschieben. Sie können benutzerdefinierte Felder einwandfrei in bestehende Masken einfügen und Sie können UI-Konfigurationsvorlagen Ihrer Firma zuordnen oder einzelnen Benutzern. Als erstes gehen wir über Administration, Dienstprogramme, UI-Konfigurationsvorlage. Einer UI-Vorlage fügen Sie Masken hinzu, die Sie für verschiedene Benutzergruppen oder einzelne Benutzer anpassen möchten. Wie Sie sehen, besteht bereits eine UI-Vorlage Administration, in der auch schon verschiedene Formulare angepasst wurden. Zu Beispielzwecken möchten wir nun eine neue UI-Vorlage hinzufügen, über Daten hinzufügen. Und zwar für die Verkaufsorganisation der Firma. Anschließend klicken wir auf Hinzufügen und können nun über den Reiter Formulare entsprechende zu ändernde oder anzupassende Formulare hinzufügen. Wir möchten in diesem Video einmal die Geschäftspartner-Stammdaten anpassen. Da sind sie. Gehe noch einmal über Aktualisieren und die Vorlage ist hinzugefügt. Wenn Sie kein administrativer Benutzer sind und nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, aber dennoch Ihre Benutzeroberfläche anpassen möchten, können Sie die Änderungen, die wir nun im Folgenden vornehmen werden, auch über die Maske direkt anpassen. In diesem Fall Geschäftspartner-Stammdaten und können dann für Ihren Account persönlich über Extras Formular UI bearbeiten, die Benutzeroberfläche eines Formulars bearbeiten und das ist dann für Ihren Account gültig. Das möchten wir in diesem Video aber nicht. Wir gehen jetzt über die Zeile Geschäftspartner-Stammdaten, klicken diese an und können dann über Formular UI bearbeiten. Eben dieses Bearbeiten. Wir gelangen in die Maske Geschäftspartner Stammdaten und zwar im UI-Bearbeitungsmodus. Ich werde nun einige Änderungen für die Abteilung Verkaufsorganisation vornehmen, anhand derer ich Ihnen einmal sämtliche Funktionen demonstrieren werde. Als erstes wähle ich Gruppe aus. Wie Sie sehen, werden zwei Felder ausgewählt. Das liegt daran, dass manche Felder, wie auch dieses, als Einheit verstanden werden. Das heißt, ich kann nicht einfach die Beschriftung ohne das Auswahlfeld verschieben, da diese in jedem Fall zusammengehören müssen. Ich möchte dieses Feld nun deaktivieren. Gehe dazu über Rechtsklick Deaktivieren, was dafür sorgt, dass die Benutzer der Abteilung in Zukunft dieses Feld nur noch sehen können, aber nicht mehr bearbeiten können. Dann gehe ich über Ansicht benutzerdefinierte Felder, um mir diese anzeigen zu lassen und möchte dieses nun in die Hauptmaske verschieben. Dazu drücke und halte ich das Feld und verschiebe es anschließend in die Hauptmaske. Da das Feld GLN und ABC noch nicht bündig sind, kann ich nun über STRG gehalten und Mausklick beide markieren und anschließend über Rechtsklick ausrichten. Die beiden Felder bündig an einer Linie ausrichten. Als nächstes möchte ich das Feld GP-Channel komplett verbergen, da dieses in der Firma nicht genutzt wird. Dazu klicke ich auf das Feld und wähle Rechtsklick Nicht anzeigen und das Feld verschwindet. Zu guter Letzt können Sie ebenfalls neue Registerkarten hinzufügen. Über einen einfachen Rechtsklick Registerkarte hinzufügen. Geben diese einen Namen
und wählen OK. Sie können ebenfalls Felder von Registerkarte zu Registerkarte verschieben, indem Sie wieder das Feld drücken und halten, in den Kopf der Maske verschieben, anschließend auf die Registerkarte wechseln und das Gleiche wiederholen. Wenn Sie eine Registerkarte umbenennen möchten, klicken Sie auf diese und wählen Registerkarte umbenennen. Wenn Sie eine Registerkarte entfernen möchten, verschieben Sie sämtliche Felder aus der Registerkarte hinaus. Und können anschließend diese auswählen, Rechtsklick, Registerkarte entfernen. Und die Registerkarte verschwindet wieder. Ihre Änderungen sichern Sie über Rechtsklick Speichern und können nun die Maske über das X verlassen. Als nächstes gehe ich über die Registerkarte zugeordnete Benutzer und füge die Vorlage meinen Mitarbeitern in der Verkaufsorganisation hinzu. Aktualisieren. Sie können ebenfalls auf Firmenebene eine Standard-UI-Vorlage definieren. Dazu gehen Sie über Administration, Systeminitialisierung, Allgemeine Einstellungen in den Reiter Anzeige und können unter Standard-UI-Vorlage aus den bestehenden UI-Vorlagen auswählen und auf Firmenebene eine definieren. Wichtig dabei ist, dass wenn Sie auf Firmenebene eine Benutzeroberflächenkonfiguration definiert haben, diese überschrieben wird, wenn Sie eine individuelle Konfiguration für bestimmte Benutzer zugewiesen haben. Sie können ebenfalls Masken, die Sie bearbeitet haben, von einer Vorlage in die andere kopieren, indem Sie auf Formulare gehen, die Zeile auswählen, kopieren, nachwählen und dann die gewünschte UI-Vorlage auswählen. Und wie Sie sehen, wurde die Ausgangsrechnung in die Verkaufsorganisation mit übernommen. Nun möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie sämtliche Änderungen wieder rückgängig machen können. Um eine Vorlage zu entfernen, müssen Sie erst sämtliche Formulare entfernen, und zwar über Auswählen der Zeile, Rechtsklick, Zeile löschen. Und erst jetzt können Sie die UI-Vorlage auch entfernen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.